So, willkommen zum nächsten Live-LP. Ja, wir stehen noch immer bei den Card-Puppets, oder wie man die auch immer aussprechen will, rum und sind noch immer Level 34. Also, es hat sich nichts verändert bisher. Denkt man, heute werden wir auf alle Fälle mindestens einen abmachen. Oh, lag. Was sind wir denn 34? Welche Quests haben wir überhaupt? Wir haben ein paar Kalien, die nicht reichen. Wir haben ein paar Glockhard, die nicht reichen. Sorry. Boah, was haben wir noch alles? Moons. Leider keine Questies. Irgendwelche Vorschläge? Nee, okay, gut. Tja. Oh, wir könnten hier. So mal. Kommt hier dann. Diese Lags hier, ich weiß nicht, was die für Surfer haben, aber. Ja, irgendwie nicht jetzt unbedingt so gute Surfer, würde ich mal sagen. Ja, die haben einfach keine Ahnung, irgendwie totale Noob-Kack-Surfer, keine Ahnung, aber. Naja, vielleicht früher oder später kaufen die sich einmal neu oder so. Oder der Admin, der Besitzer, der Chef, der Firmeninhaber, wie auch immer, hat vielleicht mal einen guten Tag und spendiert uns allen mal einen neuen Surfer. Okay, ich glaube selbst nicht dran, weil ich glaube, ich wird nicht passieren, aber. Naja. Also ich weiß nicht, ich habe heute beim Einloggen, weil so mit so eine komische Nachricht, also ein Patcher, stand da irgendwie da doppeltes EXP-Wochenende oder so auf allen Surfern. Ich weiß nicht, ob ihr die auch gekriegt habt oder nur ich. Ein Freund meinte zu mir, das war aber schon April. Und also im April vor einem Monat, ich weiß nicht, wisst ihr, was das ist, wann es ist? Oder war es bei euch auch so, war es nur bei mir, bei uns? Ich finde es nämlich schon ein bisschen eigenartig und. Also doppelte XP natürlich saugeil. Juhu, Level up. Welches Level sind wir jetzt? Top 35? Aber Level 7 Level drüber und. Trotzdem kommen wir hier nicht voran. Naja. Gut, jetzt sterben die auch ein bisschen schneller und so. Gibt es hier irgendwelche Partys? Nee, gibt's nicht. Auf den ersten Blick zumindest mal nicht. Ich weiß nicht, aber irgendwie ist das alles immer so klein und so. Also gut, ich habe natürlich die Auflösung verdammt blöd stellen müssen, so. Auf einen 24, nee, 19 Zoll Bildschirm praktisch jetzt eingestellt. Damit ich es dann später auf 1080, nee, doch 1000, nee, 1920 mal 1080 hochziehen kann. Beim Rendern und so. Ansonsten. Ja, für mich ist es zwar, oder für euch ist es zu angenehm, aber für mich ist es halt ein bisschen nervig. Aber macht nichts. Oh, der Drache darf ich auf gar keinen Fall mehr verrecken. Was die ja auch Petfood braucht, ich finde es irgendwie krank, echt krank. Naja, ich kenne übrigens jetzt ein BP. Was heißt, ich kenne BP? Nee, ich kenne. So, jetzt mal ganz ruhig labern. So. Ich kenne einen, der spielt, oder beziehungsweise ein Freund von mir spielt mit mir auch Flife, bisschen P-Surf und so, also Offies kannst du jetzt irgendwie echt nicht mehr. Es geht, also, keine Ahnung. Ich dachte mir, ich ziehe das einfach mal in den LP durch und versuche mal, ob man es mit 15 Minuten am Tag einfach echt überhaupt noch was erreichen kann und so. Gut, also natürlich später geht es natürlich nicht, dann nehme ich halt dann, keine Ahnung, 10 oder 20 Folgen am Tag auf. Ja, und ja, ich dachte mir eigentlich so gar nichts Besonderes dabei. Naja, guten Freund halt, irgendwie der ein bisschen mit mir P-Surfer zockt, nichts Besonderes. Beziehungsweise es gibt vier Freunde, drei Freunde, vier? Vier. Drei. Vier? Egal, ich glaube vier. Auf alle Fälle, ja, und auf einmal sagt er, welches Surfer ich gezockt habe, Ryzen, sage ich halt dann, früher vor der Surfer-Zusammenlegung und so, sagte er, ja, auch. Also. Was lustig war, wir spielen alle Ryzen. Oder wir waren alle Ryzen oder Ryzen oder wie auch immer. Also wir haben alle Ryzen gezockt. Und naja, auf alle Fälle meinte dann, ja gut, er war auch und so. Und dann frag ich halt mal so nach dem Charakternamen und so. Und haben mir echt gar nichts dabei gedacht und so. Und dann sagt er, er war der erste Hero auf Ryzen und er war Dante. Also, das ist schon richtig nice. Und. Naja, ich kannte ihn ja auch, zumindest so ein bisschen in-game. Und auf dem P-Server haben wir sogar angefunden.
Die kannten sich untereinander. Das waren beide einer der höchsten Spieler auf Ryzen und so und die haben gegenseitig oder zusammen gelevelt und so. Also es war echt nicht schlecht, es war echt lustig. Vor allem, ich find's einfach geil, wenn man sich dann irgendwie nach Jahren oder so wieder zusammenfindet oder wenn man sich wieder generell so findet und mal so fragen, wie es beim anderen so ausschaut und so. Weil ich meine, ich weiß nicht, wie lange er kein Fly, also kein Off mehr gezockt hat. Dante ist ja bestimmt auch schon, also ist er auch ein, zwei Mal resettet worden oder so. Wie eigentlich so ziemlich jeder Hero mittlerweile in Fly, also mittlerweile ist es echt schon normal. Leider, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wobei, man muss sagen, Hero ist ja nichts mehr wert. Das ist mit den ganzen Ultras und so. Und ach, ich glaube, in 2 Tagen oder so kannst du jetzt Hero machen. Da ist das jetzt gar kein Problem mehr. Und ist eigentlich sehr schade, weil die manchen, die jetzt nicht so viel Geld haben oder nicht so viel ausgeben wollen, die leveln da jahrelang und die anderen machen es 2 Tagen. Und ich meine mit jahrelang jetzt nicht unbedingt übertrieben, sondern wenn man kein Geld ausgibt, dann sind 2 Jahre relativ realistisch. Ja, aber ist leider so. Weil ihr seht ja jetzt schon mal, wie lange wir brauchen. 20, 25 Minuten pro Level ab und so. Jetzt dauert es noch länger. 16% haben wir gerade mal gelevelt. Also gut, in der nächsten Zeit werde ich dann in der nächsten Zeit werde ich wahrscheinlich echt mit Leecher leveln oder so. Mit Wacky, Leech und dann vielleicht ein paar Folgen mehr am Tag aufnehmen. Also ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal, ansonsten geht es einfach echt zu langsam. Ich glaube, mit Wacky Leech kriege ich sogar sowieso dann statt 100% mehr EXP sogar 120 oder 130% mehr EXP. Von dem her wären wir jetzt wieder bei einem halben Löffel. Wir kriegen ja nicht mehr 1% pro Mob, also so. Vor allem bei 6 Level, oder sind wir jetzt bis in 35? 6 Level drüber? Nee, 7 Level drüber sogar noch. Kriegen wir nicht mal 1% pro Mob, das ist echt gar nichts. Ein bisschen mehr Attack Speed, 1% mehr. Ja, es ist einfach auf wie like. Das haben wir für Stats 133 STR. Geht halt einfach sehr lahm und so, aber naja. Immerhin leveln wir schneller als unsere Pets, das ist schon mal die beste Voraussetzung. Aber wie gesagt, ich finde vor allem da oben habe ich es auch gemacht, dass man die XP sieht. Also wenn unten ist die XP oder irgendwo anders nicht sieht, das ist, ich verstehe es einfach nicht. Ich denke mal, das ist doch eigentlich das Wichtigste in Life und vor allem ein neues Design heißt doch eigentlich, dass es viel besser wird als das alte und so. Und dann und jetzt machen die einfach irgendwie sowas, so, so sinnloses einfach. Vor allem, ich kann mir vorstellen, die haben da ja bestimmt Stunden, Tage, Wochen reingesteckt für ein so neues Design. Und dann vergessen die das Wichtigste. Und vor allem in Life, da muss man irgendwie eh echt so um die 0 Punkte XP kriegt, dass man dann kein Ding hat, dass man nicht mal sieht, wie viel XP das man hat. Und selbst wenn man drüber geht, sieht man das nicht. Also sowas finde ich schon echt sehr, sehr schlecht, eigenartig, wie auch immer. Naja, ich würde mich freuen, wenn die vielleicht irgendwann mal nochmal verändern würden oder so. Weil ich weiß gar nicht, aber wenn es so Hero bist, dass du dann levelst da ewig, siehst unten keine XP, siehst nicht, wie viel Prozent du kriegst, siehst nicht, wie viel du hast. Das ist dann schon, also, ich weiß nicht, aber das hat Chipotato jetzt irgendwie echt ziemlich verkackt. Ich weiß noch, früher habe ich so, boah, also, ich meine so ohne Aufnahme schon ganz früher noch, da war ich in 2 bis 3 Tagen Level 60. Und ich konnte es nicht unbedingt so lange spielen und so. Also, es war schon richtig nice, aber ich weiß nicht, wie lange das wir jetzt hier brauchen. Also wir haben jetzt noch 25 Level vor uns oder so. Oder so ist gut. Wir haben 25 Level vor uns. Tja. Aber so ist das eben. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir sogar
DMP hier, den Assist hier auf Frillcoaster. Vielleicht schaffen wir einen zweiten Dante. Ja, also ich weiß nicht, aber es Hero. Klar, hat jemand vor 2 Jahren, habe ich schon gesagt. Ich weiß, aber er hat vor 2 Jahren immer gesagt, ich mache 1000 Minecraft LPs. Naja, hätte wahrscheinlich keiner geglaubt. Und jetzt gibt es auch zum Beispiel einen namens Gronkh, den bestimmt keiner von euch kennt. Ironie. Der es einfach gemacht hat, ohne Probleme. Aber ich muss sagen, Minecraft ist einfach. Ich glaube, Minecraft hat man auch mehr Ausdauer, weil man weiß, man kann es selbst verändern, man kann selbst modden und so. Und man kann auch selbst alles verändern, wie man will. Im Notfall cheatet man einfach. Also man hat zumindest nicht den Druck, auch wenn man das im LP nicht cheaten kann. Das weiß ich, aber... Ja. Zum Beispiel wie bei mir. Bei mir ist kein Aethersburg in Minecraft gesprungen. Und dann dachte ich mir einfach, gut, reset das Aether und suchst du offscreen danach. Kein Problem. Offi-Fleisch, gut, passiert sowas natürlich wahrscheinlich nicht, aber... Also gut, Netherburg, abgesehen davon, dass es sowieso hier nicht gibt, aber irgendwas Vergleichbares. Und dann müsstest du vielleicht erstmal Support anschreiben, wenn irgend so ein eigenartiger Bug ist und so. Und ja, dann musst du tagelang warten und weiß nicht mehr, ob es überhaupt irgendwas gemacht wird und so. Von dem her, ja, das ist schon... Ist nicht immer einfach, das ist, vor allem... Ich habe auch schon lange überlegt, früher in der alten Tacket-Welt behalten und neue Welt anfangen. Und dann habe ich ja doch die doch auf Tacket Light und habe eine neue Welt angefangen und so. Aber naja. Weiß ich, könnte ja auch mit den F-Tasten einfach draufklicken und so, aber ich finde es spannend in Flife einfach irgendwie so mit Klicken zu arbeiten und so. Und vor allem beim Leveln macht man ja eh nichts, ansonsten wenn ich jetzt irgendwas nebenbei erwecken würde oder so, dann gut, aber... Wobei, erwecken, es gibt eh kein Slash Awake. Ja, von dem her. Maus ist in Flife eigentlich so ziemlich das Wichtigste. Buff. Nicht genug Mana. Beziehungsweise MP. So, jetzt aber komm. Wie viele Prozent haben wir schon wieder? 45, naja, geht eigentlich doch relativ schnell. Naja, das heißt relativ schnell. Es geht. Ja. Gut, wir sind offi und für eine Viertelstunde sagen wir mal 100% jetzt schaffen. Mit so einem Equip natürlich gut möglich, aber ganz ehrlich. Wir sind jetzt echt low level, lowest level, also für Flife ist das ja einfach gar nichts und dafür ist es schon, dauert schon relativ lang. Ich weiß gar nicht, wie viele Mobs wir brauchen. Pro Level locker um die 120 Card Pupped oder so. Also schon ziemlich viel. Pet Food. Ah, Food. Stonehand. PSF, Alpha, du suchst Level in der Füllepaare. Immer nur Füllepaare. Total nervig. Soll ich doch einfach einen Scroll auf unendlich Partypunkte so kaufen? Keine Ahnung, wie heißt. Dann hat das Problem, ich bin halt dauernd volle Party. Bin mal gespannt, wie lange es wir aushalten ohne Doneten und so. Ja, Doneten ist ja schon ohne Cheap Potatoes kaufen und so. Komm. Ja, das wollte ich jetzt nicht. 32 Lockhart, ich google später mal. Ich glaube, man braucht 30 oder 35 von den Dingern. Ich denke mal 30. Für die Quest.
Und dann schauen wir einfach mal, wenn wir die haben, dann gehen wir zum nächsten, zu dem Tom Marvel-Dinger, zu dem Garten von Reese's. Und ja, wir sind bei 15 Minuten, deswegen würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Live-LP.